Das sieht auch witzig aus. So, den stelle ich mal hier im Weg. Das passt. Der Kollege ist da. Der Kollege wartet eigentlich schon darauf, dass es losgeht gleich. Das dauert aber einen kleinen Augenblick noch. Du bist mit deiner Drillmaschine schon wieder unterwegs und möchtest gerne aufgefüllt werden. Können wir auch gleich machen. Ja, dann haben wir hier unseren Matthias noch, den Freund und Helfer. Der würde ja natürlich gerne mal anfangen mit der Gülle, ne? Dass wir die Gülle zum Feld 3 rüberbringen. Das können wir eigentlich auch schon mal einstellen. Und Feld 3 Güllezubringer BGR, genau. Dann kann der schon gleich wieder auf Kurs. Dann schicken wir den wieder drauf und dann hat er auch was zu tun. Weil das mit dem Stroh, das wird glaube ich gleich ganz schnell gehen. Das wird glaube ich gleich ganz schnell gehen. Das wird nicht so lange dauern, weil es sind jetzt zwei, die da am Einsammeln sind und ach, das wird easy. Das wird mega easy. So. Zack. Einmal Gülle. Ich weiß, der Sepp steht gerade im Verkehr. Der steckt im Verkehr fest. Der hängt nämlich an Igor gerade. Das ist so ein ungewollter Nebeneffekt davon, dass ich da jemanden hingestellt habe. Passiert halt mal, ne? So. Wie viel Gülle ist denn hier drin eigentlich? Naja, 226.000 Liter Gülle. Da sollten wir ein bisschen mit auskommen, aber ich glaube, ich sehe schon, dass das da vorne bei der Strecke nichts wird. Da bin ich mal gespannt, ob er sich gleich melden wird hier. So, einmal den Kollegen weiter vor- oder zurückfahren. Wo sind die anderen beiden gerade? Ah, die sind schon bei der Gärtnerei. Alles klar. Dann sind die ja auch gleich hier. Lass mal noch wieder zu Matthias gucken, weil das würde ich mir nämlich gerne angucken, ob er da vorbeikommt oder nicht. Das kann nicht echt gut sein, dass es nichts wird und dann müssen wir da die Strecke auch neu einstellen. Es dauert immer lange, bis die Gülle geladen ist, ne? Aber naja, ist halt flüssige Scheiße. Wobei in dem Fall ist es ja gar keine Scheiße, ne? Was ist denn das eigentlich für eine Gülle, die aus der Biogasanlage rauskommt? Weil das ist ja Silage. Ist das dann halt irgendwie nur so eine Absonderung oder? Ja, ist auch irgendwie gegärt oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn es nicht zu eklig wird, ne? Wir müssen ja auch so ein bisschen, Ja, alles klar. Wir müssen ja auch so ein bisschen Stil und so bewahren hier in dem Channel. So ein ganz klein wenig. So, ich muss hier die Strecke mal aktualisieren, erneuern. Und zwar ist es ja BGA Gülle, ne? BGA Gülleladen, genau. Die ist jetzt halt auch kaputt gegangen, die Strecke, weil Kartenupdate, ne? Und die Tankstelle jetzt hier steht. Ja, okay. Habe ich mich jetzt hier echt so sehr festgefahren, dass ich hier nicht wegkomme oder was? Ich mache es, glaube ich, nicht besser gerade, ne? Doch, jetzt geht's. Jetzt läuft's gerade. So, wo endet die Strecke? Die hört da auf. Okay. Und... Ja, der kommt aber auch echt schwer aus dem Quark, ne? Kannst du sagen, was du willst. So, die endet da und der Start von der Strecke ist da vorne. Okay. Dann machen wir das mal alles neu. So, die beiden Kartoffelleger sind auch wieder zurück am Hof. Das ist schön. Können wir uns da auch nochmal gleich drum kümmern. So, einmal die Strecke wieder raus. Ich brauche mal eine geringere Geschwindigkeit im Tempomaten. Machen wir erstmal 10 km/h, ne? 10 km/h, Kursaufzeichnung, Tempomat rein und los geht die wilde Fahrt. Wir müssen nämlich gleich, ach ja, wir müssen jetzt erstmal hier vorne an der B-Ladezone das Fass auffüllen oder das Fass dran vorbeiführen, dass es hier B-Laden wird. Und jetzt können wir die Geschwindigkeit etwas anheben. Wir fahren hier mal vorne an dem Kollegen vorbei, an Jonas vorbei quasi. Hier machen wir es wieder ein bisschen runter, die Geschwindigkeit.
Ich möchte ihn schon an der Tankstelle vorbeiführen. Weil dann würde er sich nämlich selber auch wieder betanken, falls es nötig ist. Ja, das reicht ihm. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Und jetzt kommt er wieder raus hier aus der BGA. Zack. Stopp. Dann ist das nämlich jetzt wieder BGA. Gülle laden 2.0. So, dann können wir die eigentlich auch gleich... Ne, ich nehme sie mal raus. Und dann stecken wir sie neu zusammen. Und zwar, wir brauchen natürlich Gülle laden. Wir brauchen Feld 1 bis 4 von BGA. Ich brauche Feld 3 Güllezubringer, ne? Aber das Ding hier nicht, weil das war ja die Strecke... Das war ja die Strecke, die ich vorhin gemacht habe. Ne, wir wollen Feld 3 Güllezubringer haben. Genau den Kurs. Dann sieht das nämlich da so aus. Und dann wollen wir wieder das mit der BGA haben, dass wir von Feld 1 bis 4 zur BGA fahren. Feld 1 bis 4 zur BGA. Siehst du, da haben wir den ganzen Kurs. Dann hast du den richtigen Modus. Kannst du loslegen. Kannst du Spaß haben. Wo fährst du denn hin? Warum fährt er denn da jetzt? Was macht er da? Warum tust du das? Hat er erstmal gesagt, jo, ich nehme mal 3 Bubbles mehr und fahr auf den da vorne und mach da erstmal so einen Crash. So, alles klar. Entlassen. Raus. Jetzt brauchen wir nämlich jetzt den Kurs vom Hürlimann. Hürlimann historisch. Wir nehmen den Versatz raus auf jeden Fall. Und das ist jetzt Feldarbeit. Die Kartoffeldrehmaschine packe ich erstmal beiseite, den Kartoffelleger, beim Waschplatz. Weil ich will das noch gerne anschmeißen. Ich habe noch 10 Minuten, bis die Aufnahmesession durch ist. Und derzeit möchte ich das gerne schon mal anstupsen, dass sie schon mal losfahren. Ich überlege gerade, soll ich die Strecke abspeichern? Das wäre ganz cool eigentlich, glaube ich, oder? Ach nee, eigentlich brauchen wir die nicht abspeichern. Ich glaube, die ist jetzt eh automatisch drin, weil ich sie jetzt hier auf den schon rauf kopiert habe. Das müsste, glaube ich, dann funktionieren. Ich hoffe nur, dass die Trecker hier anständig hochkommen. Dass sie da nicht zu viele Probleme haben. So, noch ein bisschen von innen fahren. Für die ganzen Leute, die gerne die Innenansicht mögen. Ja, ja. Ja, ja. So. Zack. Dann schicken wir die beiden noch los. Gucken uns das an, wie die das so machen. Oh, das ist ziemlich eng da. Wobei, das wird einfach nur awesome sein, wie die das machen. Awesome. Weil die es eigentlich gar nicht anders machen können. Und dann ist gut. So. Einmal anhängen. Anhängsymbol. Nein, kein Anhängsymbol. Jetzt Anhängsymbol. Bitte. Bitte. Da. So. Nice. Das wird jetzt, das ist echt cool jetzt. Pass mal auf. Schicken wir nämlich den Kollegen erst los. Ja, das sieht gut aus. Und den Johnny gleich hinterher. Ja, cool. Der Steier kann einmal komplett entlassen werden, auch wieder. Dann werden wir nämlich die Kartoffelmaschine auch erstmal beiseite legen. Obwohl, wir können eigentlich... Na, wobei, wir reinigen einmal kurz durch. Wir reinigen einmal kurz durch die Maschine. Und dann legen wir das ganze Zeug gereinigt beiseite. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und bis die anderen beiden da sind, dass es bei denen losgeht, mit dem Stroh sammeln, dauert es eh einen kleinen Augenblick. So, aufpassen, dass die Kartoffeln nicht nass werden, die da hinten drinnen liegen. Sonst keimen die mir noch in der Kiste. Nee, die hole ich nachher wieder raus. Die hole ich natürlich nachher raus und dann kommen sie wieder auf die Seite und so. Kappa. Bist du schon sauber? Ne. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Oh, da fährt der Erste.
Da ist Karl. Und wo ist Stefan? Hat Stefan ihn überholt? Nee, Stefan kommt gleich dahinter. Cool. Das ist doch schon mal nice. Das wollen wir uns auf dem Feld auch gleich nochmal angucken, auf jeden Fall. Ah, das gefällt mir richtig gut. Solche Geschichten. Zwei Ladewagen ist immer nice. Oh ja, ich weiß. Zwei Ladewagen auf ein Feld haben, das ist immer eine schöne Sache. Vor allem, die kommen sich auch nicht so sehr in die Quere oder so. Die machen nicht so viel Stress. Die fahren einfach hintereinander her. Und wenn der zweite nichts laden kann, fährt er einfach mal weiter, bis er irgendwann wieder was laden kann. Und das gefällt mir halt richtig gut. So, die beiden Kartoffelleger werde ich mal hier in dieser Garage deponieren. Die können auch gerne voreinander stehen. Weil, wenn, dann kommen eh beide zum Einsatz. Also, oder es kommt nur eine zum Einsatz, aber dann kann ich die vordere annehmen. Also, es wird jetzt ja nicht so sein, dass eine von den beiden kaputt ist und, ne? Man muss unbedingt die hintere haben oder so. Das ist ja nicht der Fall. Also, von dem her können wir das gerne so machen. So, zack. Einmal bitte die nächste Kartoffelmaschine ran. Und weiter geht's. Der Deutz CTV hat den Überladepunkt erreicht. Ah, cool, dann ist Matthias schon am Container angekommen. Das ist ja auch cool. So. Die zweite Kartoffelmaschine davor. Die könnte man auch nebeneinander stellen, ne? Aber okay, ne, wir lassen es jetzt so. Ich will jetzt keine Doktorarbeit draus machen. So, grundsätzlich würde ich jetzt ja mit dem Steier, mit Heiko, den Schwader besorgen und damit ihm zusehen, dass wir die Sachen schwaden, die Igor jetzt gemäht hat. Aber ich will eigentlich mir erstmal angucken, wie die beiden jetzt rauffahren aufs Feld. Die beiden Ladewagen. Das ist schon ein cooles Bild, ne? Und dann ist auch gleich schon wieder Feierabend. Dann machen wir nämlich hier beim Strohsammeln bei der nächsten Aufnahmesession wieder weiter. Beziehungsweise am Montag. Ne, gar nicht. Am Montag? Doch, am Montag. Genau, das ist ja die Sonntagabendfolge jetzt gerade. Oder Sonntagnachmittagfolge, sagen wir es mal so. Auch crazy, ne? Die Folge kommt Sonntagnachmittag und ich sitze hier im Dunkeln. Aber naja, so ist das halt. Daran werden wir uns, glaube ich, auch wieder gewöhnen müssen. Ne? Sommer ist over. Sommer ist vorbei. Ihr habt alle wieder Schule. Und vorbei ist der Sommer. The summer is over. So, ich will ihn wenigstens einmal drauf haben. Einmal drauf haben auf der Strecke. Aber er quält sich hier schon ganz schön hoch, ne? Hat auch einen kräftigen Verbrauch dabei. Kommt er an der Tankstelle vorbei? Ja, an der Tankstelle kommen die vorbei. Oh, das wird noch spannend, ob der überhaupt den Berg hochkommt. Oh, ich denke schon. Das sollten die beiden hinkriegen. Wie sieht das eigentlich auf dem Feld? Wie sieht das hier oben eigentlich aus? Wie weit bist du? Ach, du brauchst ja auch noch richtig lange, ne? Ich dachte, du wärst schon in deinen letzten Zügen mehr oder weniger. Dabei hat er gerade erst angefangen, so wie das aussieht. Aber hier haben wir die Strecke ja schon einprogrammiert, mehr oder weniger. Das ist ja ganz cool. Ich muss unbedingt zusehen, dass ich die Textur wieder rauskriege. Sprich, ja, ich weiß es noch nicht wie. Wahrscheinlich werde ich die Textur erstmal wieder reinnehmen müssen. Oder... Nee, ich lasse es so. Ich werde die nicht mit reinnehmen. Bis ich dann irgendwann so weit bin, dass ich das Feld da grubbern muss. Und dann muss ich sie rausnehmen. Dann muss ich sie einmal reinnehmen, damit ich das löschen kann und dann wieder rausnehmen. Glaube ich. So irgendwie muss ich das machen. Auf jeden Fall kommt die raus, diese Textur wieder.
Hier geben die jetzt richtig Gas, ne? Oder versuchen es auf jeden Fall. Naja, 24. 24 Sachen dürfen sie ja. Hab ich denn Straße so gering eingestellt? Nee, auf Straße, so wie der Kurs ist, maximal 50. Naja. Aber das wird auch schnell laufen jetzt hier mit dem Einsammeln. Ich wollte das Feld noch kaufen, ne? Fällt mir gerade ein. Das machen wir auch gleich noch schnell. Ja, aber das ist cool, das gefällt mir. Auch wenn jetzt quasi Stefan die ganze Zeit nebenher fährt und nichts sammelt, nichtsdestotrotz, sobald Karl runter ist, kann ja Stefan den einsammeln. Das ist nice. So, das Feld hier wird noch gekauft und sobald Sepp ist das, ne? Ja, sobald Sepp fertig ist mit dem Drillen, kann er eigentlich hier drauf weitermachen und Gras drillen. Da haben wir hier eine neue schöne Wiese. Eine Wiese. So, zack, hallo. Kaufen. Danke. Ich habe immer noch 130.000. Silage ist so OP, ey. So, du wartest darauf, dass was passiert. Was habt ihr da hinten gemacht? Habt ihr euch jetzt doch festgefahren, oder was? Ne, alles gut. Alles gut, nix los. Sobald hier der erste abfährt, wird sich das eh ein bisschen entzerren. Na gut, Freunde, ich mache Feierabend mit dieser Aufnahmesession für heute. Ich bedanke mich bei euch mal wieder ganz recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr diesen Kanal so supportet und liked und abonniert und. Danke dafür. Ich werde gucken, dass ich noch mehr mache. Also ich habe Bock, noch mehr zu machen. Ich habe noch neue Ideen im Kopf. Ich schiebe ja momentan immer noch dieses andere Let's Play mit Farming Simulator von mir her. Das will ich jetzt endlich angehen. Und ich habe zwei andere Projekte noch im Kopf, die will ich auch angehen. Das heißt, es wird mehr kommen auf dem Kanal. Und ja, wir werden mehr Spaß haben. Noch mehr, als das wir es jetzt schon haben. Ich danke für euch. Ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Reinschalten. Alles Mögliche. Danke einfach. Danke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis morgen. Bye bye. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.